Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trine. Bei mir ist es Nummer 6. Bei meinem Ass-Reiter. Ass-Reiter. Ich wollte gerade Gast 5. sagen, aber das passt nicht so ganz, ne? Mein Mitspieler ist Reiter. Ja. Nummer 5. Oh, Nummer 5 lebt. Ich dich auch. Und da oben, da müssen wir dran kommen. Ich weiß nicht, ob ich letzte Folge schon gesagt habe, aber ich glaube, ich weiß wie. Ne, den nimm mal nicht, den Zauberer. Den nehme ich. Ach so, okay. Okay, das war voll der Würfel, den ich gezeichnet habe. Okay, nein, doch nicht. Aber warte mal. Dann gib mir mal den Bogenschützen. Nee, den kriegst du jetzt nicht. Scheiße, warum hat er wieder das genommen? Nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Echt? Ja. Das ist aber blöd. Ja, dann geh mal vom Bogenschützen weg. Da. Okay. Jetzt ist er da reingefallen. Einmal ja, Schaden. Dann mal bitte. Oh. Okay, bei mir hat sich gerade klein gemacht, aber das geht ja sofort weiter. Na super, das funktioniert ja hier mit dem Springen bei mir super prächtig. Ich krieg's wieder nicht hin. Oh. Nicht nur bei dir. So, ich bin oben. Nein, so. Jetzt bin ich wieder unten. Und ich schaff nicht darüber, das weiß ich. Gib mir mal den Bogenschützengrad. Wie kommt man denn gerade da oben müsste doch Holz sein, oder? Nein, da kommt man nicht lang. Boah, tust mir auch noch weh, wa? Muss es. Oh. Inkompetent, der Zauberer. Das liegt nicht an mir. Super, hat fast geklappt. Jetzt kommen wir da nicht mehr hin, ey. Du glaubst es doch nicht. Ja, super. Jetzt kriegen wir auch noch so einen Würfel auf den Kopf. Nein. Nein, das war doch nicht wahr, oder? So. Kommst du hier hin? Dann kann ich versuchen. Mach mal da einen großen Würfel hin, dann kommen wir da hoch. Okay. So geht's. Da oben ist noch ein grüner. Oh. Ja, dann mach mal einen Zauberer nicht kaputt. Einmal. Bogenschützen. Oh. Kommst du dran, oder nicht? Willst du mich jetzt töten oder was? Nee. Wollt nur da drauf springen, mehr nicht. Ach, warte, ich weiß, wie man das. Da ist eine Leiter im Hintergrund, aber die kann man nicht hoch, wa, oder? Okay, ich bin rüber. Ich auch. Wunderbar. Ich Weg genommen. Gut, aber ah, da ist nächste du. Speicherpunkt. Nee, nein. Ich mach ganz schön viel Schaden. Das ist ein Geschenk! Das ist ein Geschenk! Ich muss schon weiter, oder? Ich hol mir das Geschenk. Ja, ich muss da oben erstmal wieder hoch, wa? Oder? Komm ich hier oben hoch? Muss den Bogenschützen nehmen, da kannst du dich da hochhangeln. Und da oben sind Erfahrungsfläschchen. Ja, dann holst du die doch. Mhm, dann muss ich nur noch hochkommen. Kannst du vielleicht den Magier nehmen und das da runter machen? Wo soll ich runter machen? Ja, das hier. Dass man da oben drauf kann. Aber es geht, glaube ich, nicht tiefer, oder? Da kommst du nicht. Doch, kommst du, so gut. Hast du? Oh, da sind zwei Erfahrungsfläschchen. Oh. Oh. Oh, der schießt besser als ich. Und ich bin wieder irgendwo unten. Alles klar. Ich habe auch ein Erfahrungsfläschchen hier unten weggeholt. Oh, ich weiß nicht, wie ich hochkomme. Auch wieder schön. So, zeichne eine Linie. Ja, da steht er schon seit Stunden, ne? Ich muss gleich mal eine zeichnen. So, kann den Zauberer nehmen. Den Bogenschütz mal nicht. Aber, ja, da soll ich vielleicht nicht hin. Was machst du jetzt? Ich versuche eine Linie zu zeichnen, aber irgendwie will das nicht.
Er zeigt mir das da an. Hast du auch den großen Knopf hinten gedrückt? Ja, den unteren, ne? Links. Den muss ich drücken und dann den Joystick nehmen, oder? Den zweiten. Ich komme jetzt gleich mal grad. Und ich kann hin und her machen, aber es passiert nichts. Muss ich noch eine Taste drücken? Nein, ne? Eigentlich musst du... Nicht. Jetzt komme ich da nicht hoch, oder was? Doch, jetzt. Och, ich springe noch immer in die Flache. Was hast du jetzt für ein Problem? Du musst einfach nur eine Linie zeichnen. Ja, würde ich gerne machen, aber will er nicht. Ja, und jetzt eine Linie. Ja. Muss die nochmal zurück. Aber den unteren links hat er gar nicht nehmen müssen. Na super, das hat ja prima geklappt. Jetzt komme ich da sowieso wieder nicht hin. Hab den Krieger genommen, das heißt... Warte mal, gib mir mal den Zauberer, dann kann ich das hochhalten. Was machst du? Lass los! Jetzt geben wir irgendeinen anderen. Ich wollte die Linie zeichnen und da oben den Steg dahin machen. Ja, dann lass mich das machen, dann kann ich auch den Dings wieder so, ja. Und jetzt fällt er runter, doof. Da passt also nicht hin, da musst du rüberspringen. Mit dem Bogenschützen kannst du das machen. So, hier hinten, den habe ich hoch. Den halte ich hoch. Okay, alles klar, dann springe ich jetzt mal hoch und... Oh, falle runter, super. So, eigentlich sollst du jetzt ohne Probleme langkommen. Ich habe die Dinger beseitigt. Naja, irgendwann komme ich da auch hoch. Wenn ich groß bin. Ah ne, ich glaube, da kann man gar nicht richtig hinspringen. Na, siehst du, es geht nicht. Du musst deine Piu-Piu benutzen. Meine Piu-Piu? Wer ist denn meine Piu-Piu? Was macht mal dieses Geräusch, dieses Piu? Wo muss ich denn hin? Da, wo du mit dem Zauber auch zeichnest, den musst du drücken. Aber nicht in die Stacheln. Ja, genau das. So, ich bin erstmal am Speicherpunkt, das war, glaube ich, wichtig. Ist da unten noch was oder warst du da schon? Da war ich noch nicht, aber da sind Stacheln. Ja, jetzt lass mich sterben. Jetzt bin ich tot. Ha, doch nicht. Es dreht sich so schnell. Ja, was jetzt bin ich gleich tot. Ja, ich muss doch da hoch, oder nicht? Na, ich weiß es auch nicht. Ist voll doof. Wie komme ich denn da oben hin? Weiß ich nicht, aber ich weiß, wie man das hier manipulieren kann. Dass es sich ja nicht mehr drehen kann. Ha, ich bin oben. Der Dickmops kommt da so schlecht hoch. So, oh, da haben wir wieder Story, ja? Also leise. Das Ödland des Drachenfriedhofs überlebend, schritten unsere Helden weiter. Der Zauberer vertiefte sich immer mehr in die Inschriften über die Hüter. Es waren einmal drei Artefakte. Eins für Seele und Gerechtigkeit, eins für Verstand und Macht und ein anderes für Körper und Materie. Diese unvergänglichen Gegenstände wurden benutzt, um das Gute und Böse in der Welt im Gleichgewicht zu halten. Als alles in Harmonie miteinander war, wurden die Artefakte an die drei Hüter übergeben, die sie jahrhundertelang sicher aufbewahrten. Die Hüter verzauberten die Artefakte mit mächtigen, beschützenden Zaubern, die nur denen mit reinen Absichten erlaubten, näher zu kommen. Am Ende starben die Hüter und nur die Zauber blieben erhalten. Der Zauberer konnte immer noch keine Antwort finden, warum sie im Trine gefangen gehalten wurden und warum sie nicht durch die beschützenden Zauber verletzt wurden. Gut, die Geschichte ist zu Ende. Wenn wir im neuen Level sind, passiert aber irgendwie wieder ein Spruch, denke ich, ne? Müssen wir aufpassen. Noch nicht. Starten wir? Ich bin schon drin. Ach so. Da kommt kein Spruch bei mir. Nö, tatsächlich nicht. Manchmal war das so, oder? Kristall. Ich dachte sich, nö, Kavern. Letztes Mal habe ich was gesagt. Jetzt nicht mehr, ne? Ja. Oh, da fällt was runter, da sollten wir aufpassen. Oh, der ist stärker. Oh, ne, doch nicht. Da war nur einer. Ah, ne. Da unten gehen wir bestimmt kaputt, ne? So, musst du auch mit den Pfeil-Dings arbeiten. Hier musst du den Pfeiltypen nehmen.
Du musst doch nur einmal zeichnen, wenn schon. Trotzdem kriegst du Schaden, wenn du drauf springst. Echt? Wahrscheinlich. Probier's lieber. Voll doof. So. Fliegender Wechsel. Oh, gefährlich. Schneller. Ich warte dann mal ein bisschen, ne? Ich höre irgendwen. Ah, da oben ist ein Bogenschütze. Da war einer. Wieso habe ich eine Verletzung gekriegt? Ja, da kann man durchschießen, das ist nur ein Gitter. Oder kommt wieder einer mit einer Europalette? Bumm. Total nutzlos. Boah. Super geklappt, wieder darauf. Ich krieg die Krise. Toll, dann läuft darüber weg, dieser dünne Balken, das bringt's ja nun wirklich nicht, ne? Ach, leg da mal oben ein Brett drüber, dann kann ich da auch hoch, genau. Kannst du es besser wie ich, dann mach du doch das Brett. Warte. Ich glaube, das müssen wir, das Brett so weit wie möglich nach rechts müssen wir es wahrscheinlich da drauflegen, was der Zauberer kann. Ich weiß, was wir hier machen müssen mit dieser Faust. Die erstmal anhalten, oder was? Ja. Und dann ist das Sprungbrett nachher, oder was? Nein, da kann man nicht dran springen, aber wir müssen mit dem... Ja, man muss hier runterschlagen, oder? Ich glaube, man kann auch mit dem Pfeil schießen. Ja? Wie jetzt? Ach, du hast den Zauberer. Ja. So, und da müssen wir eine Kiste wahrscheinlich drauf machen noch. Kriegst die Kiste nicht weg, ne? Nee, lass mich mal gerade den Zauberer. Mach mal die Kiste hoch. Mach mal wieder die Kiste runter. Stopp nicht, den Stein wieder hoch. Den da? Ja, den dicken, den du gerade hochgehoben hast. Du musst aber ganz schnell wieder abspringen, das weißt du, ne? Ich hab's geschafft. Teamwork. Ach, der muss da ran, oh Gott. Wo muss der dran? Ne? Ach, ah, da müssen wir das mit kaputt machen, alles klar. Ah, hier ist Erfahrung. Na, du hast keine Europalette. Hau ab. Da oben ist auch noch einer. Schade, fast. Hm? Da war irgendwo noch einer. Ach, dahinter sieht man kaum. Oh. Muss warten, bis es gerade wird. Und dann schaffe ich es nicht. Auch gut, ne? Falsche Richtung. So, jetzt. Auch gut, ne? Geht nicht. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll wieder. Kommst du oben dann drauf? Ne, da kommt man nicht drauf oben. Aber warte mal. Kannst du es bewegen oder nicht? Ich hab's geschafft dann. Ich mach den da unten jetzt erstmal platt. Wohl, warte mal. Warte, ich komm wieder und mach's dann. Naja, hab schon. Hast schon? Ja, da holt uns Erfahrung. Ja, hol die doch mal. Da fallen bestimmt wieder so Zapfen runter. Na super, ich kann nicht schwimmen bestimmt. Mit so einer Eisenrüstung schwimmen, voll cool, ey. Ja, geh mal da weg runter, da kann ich dich nicht hochheben. Ja. Man spielt nicht mit Feuer. Meinst du, ich schaff da hoch? Idiot. Na, da oben ist noch einer. Wie bist du denn da hochgekommen? Ich schaff's wieder nicht. Mit dem Dings hier. Oh, ich muss runter, sehe ich gerade. Unten gibt's eine Erfahrung. Ich hab einen Levelaufstieg. Hast du wahrscheinlich auch. Erfahrung aufgenommen, ja. Immer. Kannst, wenn du springst, kannst du... Ach, warte, das ist gerade einer mit einer Europalette. Ich muss auch treffen können. Zwei. Komm, noch einer, genau. Schaffst du? Ja. So, jetzt musst du den hier nehmen. Den Bogenschützen. Öffne die Fähigkeitsmenü und weise deine... Soll ich das jetzt machen, oder was? Oder springen? Bogenschützen habe ich jetzt. Und jetzt? Jetzt musst du da rechts mit diesen
Weißt du, wie der Zeichen ist mit dem Zauberer? Genau. Du musst jetzt nach links und dann musst du auf den Block hier. Shit. Wenn du im Wasser bist, kannst du auch springen und dann kannst du das direkt rücken. Oh, da gibt's auch was. Ja, dann ist es ja einfach, ne? Warte, jetzt können wir aber erst ein Level abmachen. Ja, dann gib mir mal gerade den Dings. Ich habe das schon gemacht. Ich habe nämlich überlegt, obwohl, nee, sparen bringt ja eh nichts. Und was? Schwert oder Schild? Schwert und Schild. Der Ritter hat Schwert und Schild und den roten Umhang des Hauptmanns. Er ist bereit für den Kampf gegen die Untoten. Hat eine 5%. nächste Stufe anstürmen, verleiht dem Ritter vorbeigend höhere Geschwindigkeit, um wieder zurückzuschlagen. Das habe ich gerade gemacht. Dann mache ich mal das mit dem Schwert, glaube. Das Feuerschwert. So, dann schließen wir das, oder wie ist das? Nein, nee, ich Inventar kann man noch machen. Hat sich da was geändert, Inventar? Nein. Glaube nicht, ne? Guck mal jetzt hier. Bom. Okay. Kaputt gelaufen. Ah, willst du auch? Oh, Mist, da war er weg. Ey, das ist cool, dieses Lostürm. Aber hier links war noch Erfahrung. Ja. Ich will die Erfahrung speichern. Haben. Speichern wir. Und dann denke ich mal, nein, ne? Wir wollen erst die Erfahrung haben, sonst vergessen wir das. Wo ist die denn? Hier links. Da ganz oben, okay. Das war voll der Würfel, den ich gezeichnet habe. Ja, ich hab sie. Na, das war ja wieder klar, dass sie da runterfällt. Naja, aber ich denke mal. Wir können es hier beenden, ne? Ja. Gut, okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann.